WTF, D3 nächste Woche? D3? Diablo, Diablo 3? Spielt das noch jemand? Wahrscheinlich mache ich mich jetzt unendlich unbeliebt. Ich hab's nach 2 Monaten sein lassen. Ja, ich auch. Also von aber daher. Aber sollte ich jetzt mit Aktionshaus ist ja irgendwie weg und jetzt droppen die Sachen, die Mobs und so, die Elite, die droppen jetzt wieder. Soll jetzt wesentlich besser spielbar sein und ich muss auch zugeben, ich bereue ein bisschen, dass ich das weggegeben habe. Aber ich zocke den zweiten Teil ab und zu mal. So geht das ja gar nicht, wie ich das denke. Scheiße, die Idee, die ich hatte, funktioniert ja gar nicht. Was? Jeden Tag mindestens eine Stunde, Steffen? Wow. Wow. Wow, muss ich dazu sagen. Was denn jeden Tag eine Stunde? Der, Steffen spielt jeden Tag eine Stunde Diablo. Oh, das ist bei mir aber damals viel schlimmer gewesen beim zweiten Teil. Und da jetzt bei World of Tanks. Genau, jetzt ist ja World of Tanks dran. World of Tanks. Sag nichts, du hast es damals auch gespielt. Ja, aber inzwischen ist es mau. Ist genauso mau wie damals schon. Also was jetzt war ich der Positive und du aus das Negative daraus. Und ja, Path of Exile wäre auch meine bevorzugte Wahl. Was ich überlege ist, ich möchte ganz gerne noch eine Reihe von den Grindern oben drüber packen. Das Problem ist, ihr seht hier, ich habe hier 2, 3 kleine Anschlüsse für das Feuerbandsystem, ich brauche aber einen großen. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie ich das hinkriege. Scheiße. Ärzte sind übrigens die einfachste Variante, weil die Ärzte brauchen nur kleine. Ja, aber da oben noch einen drauf zu basteln. Ich könnte dich hier noch einen dran setzen, aber der ist höher als das. Das ist natürlich scheiße. Bin ich nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. I'm not amused. Oh. Na gut, dann gehen wir uns mit 3 zufrieden. Aber du hast recht, die Schiffe sind schon relativ eng, vom Design her sehr schlecht ausbaufähig, ne? Mhm. Ah, nicht. Ups. Ausbaufähig sollen ja auch nicht ausbaufähig sein. So, warum nicht? So ein paar Schicke. Da soll man ja selber. Eben was ich schon sagte mit diesem modularen System. Ein wunderschönes. Paragon Level 680. What the heck? 3 kleine, ein 3 kleine ist. Wo ist das Problem? Pass auf. Die kleinen Förderbänder befördern nur bestimmte Teile, nicht alles. Zum Beispiel große Stahlrohre passen nicht durch. Glaube ich zumindest. Oder irgendwelche Teile passen nicht durch. Das heißt, beim Grinden würden diese Teile weiterhin vorne im Grinder drin bleiben. Also praktisch, ich möchte ja ganz gerne, dass die Teile, die ich mit dem Teil hier abbaue, die kommen, die haben, jedes von diesen Schleifgeräten hat ein eigenes Inventar. Und ich möchte, dass dieses Inventar... Darf ich kurz? Der Grinder hat, glaube ich, auch nur einen großen Anschluss. Das heißt, man kann den Grinder nur mit großen Rohren... Ja, richtig. Das heißt, der Grinder muss mit den großen Rohren betrieben werden. Die kleinen sind sozusagen nur als Bonus.
Bei den Minern zum Beispiel ist es anders. Die Miner wiederum, das seht ihr hier hinten auch, guck. Die haben einen kleinen Anschluss. Das heißt, bei den Minern kann ich mit kleinen, entspannteren Förderbändern arbeiten. Nur leider die Grinder nicht. Das sind ja auch Raumschiffteile. Du kannst ja Panzerplatten, Glasdinger und Stahlplatten und so. Das passt ja alles nicht durch die kleinen Rohre. Das stimmt, ja. So, wie sieht das Inventar aus? Das sind wir noch am Ausladen. Das dauert noch ein paar Tage. Deswegen baue ich meinen auch wieder so wie damals mit mehreren Auswürfen. Ja, ich wollte ja die Zeit jetzt nutzen, auch den Grinder umzubauen, aber irgendwie ist das Grunddesign hier dieses Grinders nicht perfekt für das, was ich hier vorhabe. Obwohl, ich bin ja auch selten dämlich, ne? Ich auch. Gut, dass wir darauf uns einigen können. Ich bin ja selten dämlich. Schleifmaschinchen. Also Path of Exile ist meines Erachtens nach hat den Skillbaum, den besten Skillbaum der Welt. Es gibt, glaube ich, kein Spiel auf dieser Welt, was auch nur ansatzweise mit den wirklich unglaublichen, mit der unglaublichen Komplexität von Path of Exile mithalten kann, meines Erachtens nach. Hat aber natürlich, was den Inhalt betrifft, ich weiß nicht, ich mag dieses ständige Wiederholen nicht. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt stört. Früher hat mich das bei Dings hat mich das nicht gestört, bei Diablo 2 damals noch. Aber irgendwie jetzt bei Path of Exile hat mich das dann irgendwann gestört. Und ich habe keine Ahnung warum, aber es ist dann irgendwann, hast du gesagt, oh nee, schon wieder den ersten Akt und oh nee und da war ich dann irgendwann durch. Das habe ich richtig gemerkt, wie dann plötzlich. Oh, das war natürlich total doof. Ich muss jetzt mal fertig schmeißen. Ich habe ja kein Speisschiff, vergesse ich einfach hier. Witch kenne ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde Path of Exile ist schon, was die Komplexität anbetrifft und die Variabilität. Ich habe das ja mal in einem Video, glaube ich, auch recht gut dargestellt. Es ist einfach, es bietet sehr, sehr gute Möglichkeiten. So, wahrscheinlich ist da alles schon geklaut, was ich brauche. Ah, nee, doch nicht. Und ich finde es toll, dass man Path of Exile gibt. So viel Varianten. Inzwischen sind sie ja schon, gehen sie schon dazu über, ja auch diese vorzustellen. Weil manche Spieler wirklich auf unglaubliche Ideen kommen. Was war's denn? Ich glaube interne Panzerung, ne? Hm? Hast du die ganze interne Panzerung geklaut, du Schwein? Ich brauche die für meine hier. Meine Fließbänder. Böse, böse, böse. Wie gut, dass unser Assembler schnell arbeitet. Assembler Level 3. Bam. Ja, das könnte man ja auch noch machen. So eine Art Forschung. So Module verbessern. Den Erzsensor zum Beispiel. Und den Assembler schneller arbeiten lassen. Oh, das kommt bestimmt auch noch. Das kommt bestimmt auch noch. Hi Moonlake!
So, jetzt brauchen wir die Nummer 7. Nächstes Mal baue ich zuerst so ein Schweißschiff. Warum? Ja, wäre viel schneller zu bauen. Stimmt doch gar nicht. Du hast ja gerade gesehen, wie lange ich ihn gerade... Ein Business Shipment. Ich nehme mal, ein Business Shipment ist auch wieder bewaffnet. Alex, Business Shipment, bewaffnet. War früher auch unbewaffnet, das Business Shipment. Motor, 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 Stahlrohr klein. Wisst, wir haben keine Stahlrohr mehr. Warum baue ich hier Auswürfe dran? Ein What? Reicht auch voll aus. Machen wir es. Mann, ich muss hier abreißen. Das ist. Hi Moonlake, das ist Space Engineer, Space Engineers. Und Space Engineers, was macht man in Space Engineers? Man baut hübsche Dinge, würde ich fast behaupten. Das klingt aber irgendwie ein bisschen schwul. Space Engineers ist ein Spiel, was so ein bisschen. Du bist ein Astronaut und musst irgendwie überleben. Du brauchst zwar keine Sachen wie Ernährung oder so etwas, also so weit ist es nicht. Reinkramen. Aber du kannst halt die ganz tolle Sachen bauen. Du musst dir alles zusammenschmeißen, du kannst minern. Du kannst sozusagen deinen Traum als Astronaut erleben. Das Spiel ist noch Early Access, glaube ich, sogar noch. War noch? Ich glaube, ja. Wird jede Woche, jeden Freitag erweitert. Aber Gray will mir jetzt nicht sagen, ob die Business Shipment bewaffnet ist oder nicht bewaffnet ist. Das bedeutet, Inventar leeren, ausprobieren. Warum Inventar leeren? Ganz wichtig, wenn ich jetzt sterben sollte, vergehen sonst alle Sachen verloren, die ich besitze. Ich bin mal kurz weg. Jo, viel Spaß. Triggerstamper aus. Schauen wir mal. Space Engineers ist halt so ein bisschen was von Minecraft. In gewisser Art und Weise. Und wie du sicherlich weißt, stehe ich auf solche Spiele. Halt sehr viel mit Bauen, aber weniger mit Survival, weil man eigentlich ja, es ist ja keine Sorgen hat mit Sauerstoff oder Nahrung oder sowas. Nee, nur mit Energie, die bei mir bei 38% liegt, wie ich gerade feststellen muss. Aber egal. Ich habe ja keinerlei, sag schon, keinerlei Zeugs damit. Interessant bei Space Engineers ist halt, dass du viele Sachen auch wirklich bauen kannst, die jetzt, sagen wir mal, so, also du kannst richtig Maschinen bauen, du kannst jetzt zum Beispiel auch Produktionsstrecken bauen mit Blueprints, wo dann praktisch immer das Eiche gebaut wird, mit ganz, da gibt es ganz viele Sachen und von daher, das ist, oh, ich glaube, das Business Shipment ist nicht bewaffnet. Ich habe mich geirrt, ich habe mich geirrt, ich bin tot. Wird man kein sterben. Oh, ich kann ein kleines Wiedereinstiegsschiff nehmen. Haha! Ach, Rettungskapsel oder wie das Ding ist. Ja, aber es wird entfernt, nachdem der Spieler in einem neuen Schiff wieder einsteigt. Ach, guck an. Wartet mal, da machen wir was anderes. Business Chipman, komm mal zu Papa. Flieg schneller. Und man hat bei Space Engineers ist eines der wirklich tollen Elemente ist, was passiert, wenn wir zusammenstoßen. Das werden wir jetzt gleich mal, Triggerdämpfer aus, an diesem von uns ins Korn genommene Business Shipment testen. Die drehen jetzt einfach noch aus, oder nicht? Doch, hier sind sie aus. Meter pro Sekunde, 30 Meter pro Sekunde. Mal schauen, wie schnell wir sein können und das dann treffen. Wir dürfen nicht zu schnell sein.
Meine Frage, wie ist das mit YouTube-Videos? Solange du nicht verifiziert bist, kannst du nur Videos mit 15 Minuten Länge hochladen, das stimmt ja. Sobald du verifiziert bist, ich glaube, da musst du, glaube ich, was musst du da gerade mit Telefonnummer? Boah. Ich glaube, die Telefonnummer musst du, glaube ich, angeben, ne? Dass du dann. Du Schwein, komm her! Business Shipment, 3 Kilometer bist du noch entfernt. Komm, put, 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 put. Oh, wird das ein Spaß. Du wirst dich freuen. Mit 100 Meter pro Sekunde fliegen wir gerade durch die Gegend. Vielleicht ein bisschen schnell. Die Leute wollen auch was sehen. Ja, hat auf jeden Fall jede Menge. Aber nur einseitig, der die praktisch nur oben. Ja, Ramen. Gestorben. Aber das war es wert. Das war es wert. Mal schauen, wie es aussieht, wenn ich da jetzt mal hinfliege. Ich habe gerade meinen Spaß mit deinem Business Chat mit, also nicht wundern. Es lebt noch. Nein, Geld bezahlen musst du bei YouTube nicht. Nein, um Gottes Willen. So, was passiert, wenn zwei Teile miteinander zusammenstoßen? Das sehen wir hier drüben. Gleich. Ich hoffe, ich werde nicht gleich von dem scheiß bescheuerten Drecks-MGs oder Feuer genommen. Also unser Rettungsschiff ist da hinten noch. Teile fliegen hier auch noch rum. Das Business Shipment hat gleich ein leichtes Problem, denn ich habe, glaube ich, hinten die komplette Antriebssektion gekappt. Also irgendwas Schwerwiegendes habe ich auf jeden Fall kaputt gemacht. Hoffentlich. Es trudelt hier so ein bisschen rum. Guck, ob ich noch rankomme. Na, ich habe es hinten komplett zerstört. Ihr seht, das ist das Interessante bei Space Engineers. Die richtig großen Schiffe, wenn die zusammenknallen, das sieht so geil aus. Oh, nicht bam, du Ja, Schweinebacke. kannst du mal das Hauptmenü mal eine Weile anlassen. Da werden ja die ganzen Crashes Ja, genau, da gezeigt. werden die Crashes gezeigt, ja. Jetzt aber schnell weg. Lass mal die wegtreiben. Was passiert mit den Teilen? Die treiben jetzt so lange, bis sie in eine Grenze von 50 Kilometer so kommen. Das dauert bestimmt ein bisschen. Und dann verschwinden sie einfach. Aber es musste sein. Ich musste es rammen. So, jetzt aber zurück zum Arbeiten hier. Erst Arbeit, dann das Vergnügen. Was hat denn Stefan hier schon zusammengebastelt? Bis jetzt nur die funktionierenden Teile. Deko kommt später. Ach so, Entschuldigung. Ach so, ich habe ja nichts mehr drin. Ja, ich muss ja nochmal komplett ausbauen. Ich hatte eigentlich das Ding auf Auswurf und so, weißt du? So wie früher. Ja. Aber jetzt reicht ja ein Dockingport. Dann ist ja alles viel schneller. Das sieht vielleicht nicht so cool aus, aber.
Stahlrohrcomputer brauche ich noch. Nicht Shift, sondern das. Und Computer. Oh. Ja, bei der PS4 musste ja, glaube ich, sowieso so eine komische Aufnahmekarte haben. Ja, wie heißen die Dinger denn? PlayStation? Nee, aber die PlayStation Sachen aufnehmen willst, musst du doch so eine Karte für haben, oder nicht? So eine komische. Ja, so ein Zwischending, was du. Oh, wie heißt denn das? Eine Aufnahmebox. Was für ein Film das ist. Da gibt es da auch nur einen großen Hersteller. Mensch, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Da habe ich auch erst überlegt, so ein Ding zu holen. Hast du eine PlayStation? Nein, aber du kannst auch für den PC nutzen. Oh. So, jetzt hat man immer schön doppelte Grinding Power. Mehr Power. Doppelte Grinding Power. Und der ist immer noch am Ausladen. Was ist denn das hier? Naja, egal. Kontrollfeld. Ups. Verbinder. Aus hier. Oh, reicht denn jetzt? Wie heißt denn so eine Karte? Ich komme auf den Namen nicht, verdammt, das gibt's doch gar nicht. Da wochenlang, ganz zu Anfang noch wochenlang überlegt, ob ich so eine Karte nehme oder ob ich dann tatsächlich doch. Ist das nicht so ein Kasten? Ja, ist so eine kleine Karte, da ist im Grunde so ein Ding, das anschließt. Und ich glaube, per USB dann an den PC anbringst. Der Mule guckt jetzt auf Amazon. Ey, sie kommt den Namen? Jetzt für den Preis, ich meine da um die 100. Capture Cards, ja, Mensch, ich komme mit dem scheiß Namen nicht, das gibt's doch nicht. Alter, das geht mir ja gerade aber voll auf den. Was ist denn heute los? Sag ja, SpaceX hat seine Falcon nicht in den Himmel gekriegt und ich kann jetzt nicht mehr denken. Ganz klar, SpaceX ist schuld. Definitiv. Auf jeden Fall. Ah, geht doch gleich viel besser. Ich bin mich daran gewöhnt, ich konnte so gut bei Space Engineers fliegen, inzwischen kann ich es nicht mehr. Das war auch, bis du dann wieder im Kerbel-Universum bist. Ja. Jetzt kommt der Vater wieder. Es gibt nur zwei Hersteller, glaube ich, diese Capture Cards erstellen. Es gibt, glaube ich, nur ein oder zwei, die wirklich was taugen. Für PlayStation 4 zumindest. Ich glaube, es gibt bei PlayStation dieses Problem mit diesem HDMI-Kabel, mit den gesicherten Videostreamen und so eine Scheiße. Bei HDMI ist es ja kodiert, da kommst du ja nicht einfach aufnehmen.
Ah, erstmal das Abschleifen macht hier richtig Spaß. Mit 6 Stück macht das schon viel mehr Spaß als mit so ein paar Kröten hier. Du siehst das gerade genau dasselbe Problem. Das ist so, weil man hat es einmal mal gelesen und dann. Da gab es unzählig viele YouTuber, die eine Zeit lang dann nur so eine Tests gemacht haben zu irgendwelchen, ach so tollen Gaming Capture Cards. Wahrscheinlich kommt Moonlake wieder, haut uns irgendeinen Namen vor die Augen, wir sitzen dann, oh Klatsch! Das klassische Spiel immer. Nee, aber solche Capture Cards habe ich mir ehrlich gesagt noch nie. Echt nicht? Nö. Du würdest doch auch mal YouTube machen eigentlich. Ja, ja, aber PC. Also, ich bin da nicht so den qualitativen Anspruch. Mir würde das genügen, da softwaretechnisch aufzunehmen. Ach so. Wenn ich extra Hardware für haben. Ja gut, da bin ich ein bisschen. Später hin, was man dann, wenn man Root geleckt hat. Also. Ja, das Problem ist heutzutage einfach, du musst halt schon, ne? Das ist halt, wenn du so siehst, was heutzutage bei YouTube alles gemacht wird. Ja klar, da kannst das du nicht mal mit so professionell. Ja. Und keine Ahnung, 5000er Bitrate oder so. Das ist so professionalisiert inzwischen, das ist echt pervers. Ja, und dann daran muss man sich da halt immer messen, ne? Ja, bleibt jetzt alles übrig, ne? Wenn außer, du irgendwo. Außer Cold Mirror, die nach wie vor von der Qualität her sich in den letzten, keine Ahnung, 5 Jahren nicht weiterentwickelt hat. Echt nicht? Ich muss sagen, ich gucke dir nicht, von der kann ich nicht sagen. Das ist immer noch, das ist im Prinzip immer noch dasselbe, wenn da mal was kommt. Aber da hat man auch keinen qualitativen Anspruch, sag ich mal. Und nicht die einzige YouTuberin, die erfolgreich ist und das nicht braucht. So, reichen jetzt alles kleine Triebwerke rechts und links in den dicken Kasten? Ich glaube nicht. das kommt für dieses, das Schöne wie bei Kerbal Space Program, ist ja bei Space Engineers genauso. Brauche ich vielleicht noch einen kleinen Trieb mehr oder nicht? Zu viele sind auch scheiße, weil dann reagiert euer Raumschiff extremst. Bei jeder kleinen Bewegung fliegt das Ding durch die Fliegen, was auch scheiße ist. Das ist immer so ein bisschen das Lustige bei Space Engineers. Gerade bei den großen Raumschiffen ist das die absolute Hölle. Ja, aber vom Inhalt ist das zum Teil richtig mies geworden. Ich muss sagen, ich habe mit deutschen großen YouTubern keinen, der einzige YouTuber, den ich seit Jahren, also auch fern meiner eigenen, in Anführungsstrichen, Laufbahn, ist Mirrortax. Alles andere habe ich an Deutschen, habe ich keinen einzigen Deutschen. Ich habe nur eigentlich ganz wenige. Steve Manley gucke ich häufig, weil der halt immer ganz schön krasse Sachen macht. Das ist für mich ja sozusagen der Kerbal Space, der KSP-Gott für mich gesehen. Ja, das ist echt krass. Der Typ hat echt Ahnung und das respektiere ich auch, gar keine Frage. Aber ansonsten, deutsche YouTuber, muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt einfach daran, man könnte vielleicht sagen, ja, Videoabend gucke ich natürlich auch noch, klar, aber es ist jetzt nicht der klassische YouTuber im eigentlichen Sinne. Das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen wirklich dieses Mediakraft-Problem, ne? Also das ist so, weiß nicht, die sind alle so gleich geworden irgendwie, so einseitig, so. Man würde sagen, heute wahrscheinlich professionalisiert. Hm. Aber es ist. Also es ist so ein bisschen. Ne, du musst auch noch kennst du einen, kennst du alle. Ja, so kann man sagen, ja. Ja, man muss, ist das so kleinere, bei kleineren. Da ist man manchmal überrascht, dann was weiß ich, da haben die Videos 100 Views und ja, was weiß ich, 150 Abonnenten oder so, aber
was dann, das ist richtig, richtig, richtig Hammer Sachen sind das dann teilweise. Dass man echt positiv ja, überrascht. Stimmt. Kann natürlich auch irgendwelche Kinder sein, die, keine Ahnung, noch vorm Stimmbruch sind und dann mit 480p oder mit einer Handykamera im Bildschirm abfilmen. Solche Sachen gibt's ja auch. Echt? Ja. Oh je. Alles. Nein, also ich finde heutzutage, das ist ein bisschen das Problem, wenn man denkt, womit YouTube eigentlich groß geworden ist. YouTube ist mit den ganzen kleinen Hobbygeschichten eigentlich groß geworden, aber inzwischen ist es so professionalisiert, dass es für Leute wie mir zum Beispiel, die ja doch schon in Anführungsstrichen etwas anderes Konzept haben, eigentlich fast unmöglich ist, eine vernünftige Fanbase aufzubauen. Bis du da groß genug bist, bis du da irgendwo mal auffällst in irgendeiner Form, ja, dass du irgendwie sagen kannst, okay, jetzt kriege ich einfach aufgrund der Reichweite, die ich erzeuge, mehr Abonnenten und mehr Leute, die halt sich für meinen Inhalt interessieren. Das dauert so endlange und es gibt auch so viele YouTube-Kanäle, die tot sind, haben ihre, was ich, 100, 150 Abonnenten, haben vielleicht nach einem Dreivierteljahr gemerkt, ach, läuft nicht so und haben dann aufgegeben, weil sie dachten, sie kriegen nach einem Jahr 5.000 oder 10.000 Abonnenten, was natürlich unglaublich schwer ist. Und das ging früher noch. Ja. Ich möchte mal sagen, in der Gronkh-Phase. Also ich kann mich da tatsächlich daran erinnern, wo Kult Mirror der am Abstand erfolgreichste deutsche YouTuber bekannt war. Und dann ging es ja erst los mit, keine Ahnung, YTT und Gronkh und so weiter und wie alle das Ganze dann so explodiert ist. Abozahlen. Ja, stimmt, ja. Naja, Gronkh ist ja immer noch, glaube ich, riesig. Ja, wenn man bedenkt, ein Let's Player kommt. Ja? Der. Ja, also hätte das einer vor 5 Jahren gesagt. Ich finde das krass. Naja, das sind so Wegbereiter, ne? Die haben, wenn die Glück haben, das ist entscheidend. Wenn du mit deiner Wegbereitung Glück hast und sie sich nachher auszahlt, also beziehungsweise einschlägt, dann bist du der Beste oder der Größte. Und wenn du was machst, was hinterher kein Schwein mehr macht, weil sie es alle uninteressant finden, bist du natürlich ganz schön angeschissen. Aber dann redet auch keiner drüber. Doch, bei dir eigentlich schon, damit du deinen Inhalt herausstehst. Ja, ja, das meine, stimmt. Wenn dich keiner kennt, dann redet auch keiner über dich und über deine Erfolgslosigkeit. Ja, ich meine, das, was Sky sagt, ist das. Und natürlich merke ich, dass ich Stück für Stück auch, ich merke, dass Stück für Stück eigentlich sich das ein bisschen ändert. Auch was das YouTube betrifft, auch was bei Twitch jetzt merke ich schon, dass einfach so Stück für Stück einfach die Followerzahlen steigen und dass du dann einfach mal merkst, okay, so langsam tut sich was. Aber ich glaube einfach, das hat auch einfach damit zu tun, dass ich halt wirklich versuche, etwas zu machen, was nicht jeder macht. Und das ist, glaube ich, etwas, ich will nicht sagen, nicht auszeichnen, das klingt immer so ein bisschen hochnäsig, das will ich um Gottes Willen nicht vertransportieren, aber es ist halt so, dass das, was ich immer schon wollte. Ich wollte eben nicht diese ausgetretenen Pfade wählen, ne? Das war das, was ich bei YouTube auch gesagt habe. Eben nicht so dieses Klassische, was jeder schon gemacht hat und das ist das Problem bei Let's Player, ne? Du kannst ein total toller Let's Player sein, aber du bist halt ein Let's Player und alle denken, oh, Let's Player. Zum Gronkh zum Beispiel, der hat so viel Vorschusslorbeeren, der kann machen, was er will, der verdient auf jeden Fall Geld damit. Das ist. Der könnte sich, glaube ich, auch einfach nur irgendwo hinstellen und Blödsinn labern und trotzdem würden wir 10.000. Gab es da nicht mal einen Klo-Simulator oder so? Was dann wirklich eigentlich nichts war, kein Spiel? Und keine Klicks. Ahnung. Da könnte. Wie gesagt, ich finde es ja nicht schlimm. Also es ist ja, was mich halt bei YouTube halt ein bisschen stört, ist es so, dass der Unterschied, dass einfach die professionellen Kanäle sich nicht outen müssen. Das ist etwas, was mich halt ankotzt. Ich habe immer gesagt gehabt, ich habe kein Problem mit Professionalität. Ich habe kein Problem mit dass sich das YouTube professionalisiert, überhaupt nicht. Da bin ich Gottes Willen, da bin ich nicht gegen. Aber ich möchte halt ganz gerne schon einen Unterschied kennenlernen. Ich möchte einfach wissen als Zuschauer, okay, das ist jetzt ein Hobbygeführter. Und das ist halt ein Hobby, so wie ich zum Beispiel. Der hat kein Geld verdient mit da. Das ist ein Unterschied. Das ist einfach ein Unterschied, ob ich jeden Monat 15.000 Euro an Produktionskosten investieren kann oder nicht. Und ich finde, das sollte man bei YouTube viel deutlicher herausstechen. Und eben nicht irgendwo hinten in den letzten Zeilen dann als, wo dann halt in Informationen, wo du halt so ein bisschen
da steht irgendwo, dass dann halt, hat's ein, na, dass du halt im Netzwerk bist oder so. Deine Follower haben sich seit, als ich haben sich mehr als verdoppelt, seit ich dabei bin. Ja, keine Frage. Ich bin selber begeistert. Ich finde, ich habe ja gesagt gehabt, das Jahr 2014 war für mich sehr erfolgreich. Ich meine, überlege, ich bin jetzt ein Jahr dabei, habe fast 500 Abonnenten bei YouTube und das, wie gesagt, mit einer relativ begrenzten eigentlich Inhalt ist, ne? Das ist ja. Ich wollte sagen, YouTube machst du ja nicht mehr so. Und YouTube ist ja eigentlich nur sozusagen für mich das Backup. Wo ich zugeben muss, dass ich die Idee hatte, finde ich gut. Ich finde es schön. Ich gucke mir selber auch mal öfters mal die Videos noch an. Das ist für mich ja auch eine schöne Möglichkeit, zu gucken, ob mir das auch alles gefällt. Es muss ja. Ich finde, das ist ein Unterschied, glaube ich, liegt einfach daran, ich achte schon sehr stark darauf, was es mir selber gefällt. Dass ich selber Spaß daran habe. Wie ich es immer gesagt habe, ich möchte hier sitzen und mit euch Spaß haben. Das ist für mich wichtig. Deswegen Space Engine ist für mich ein ganz wichtiges Projekt. Deswegen war ich sehr, sehr glücklich, dass ich es wirklich mit einigen Mühen zugegebenermaßen doch zum Laufen gekriegt habe hier mit OBS. Ich hoffe wohl auch in einer für euch gewohnt guten Qualität. Das kann ich jetzt leider erst bei der Aufnahme sehen. Weil ich einfach mit euch dann was machen kann. Das ist für mich wichtiger als jetzt 50 Follower mehr oder weniger. Das ist mir nicht so wichtig. Und ich glaube, das merkt man mir auch an, dass mir das nicht so wichtig ist. Dass ich nicht ständig schreie, subscribe oder bei YouTube, ne, danke, dass du zuschaust. Ne, wenn du mich noch nicht kennst, dann subscribe, ne, hit that button. Schreib's in die Kommentare. Genau, genau. Und das ist etwas, was ich nie gemacht habe und auch nie machen werde. Das ist ja. So. Was baut ihr am liebsten in Space Engineers? Schreib's in die Kommentare. Genau. Ja, genau. So, das ist so konstruiert und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Wenn jemand sagt, ich möchte etwas Tolles bei Space Engineers bauen, habe eine tolle Idee und ich mag den und ich kenne ihn schon ewig lange und weiß, dass er hier keinen Scheiß brauchen will, dann sage ich, komm her. Dann wirst du eingeladen und dann sage ich, dann mach. Na? Du kommst auch noch mit. Dankeschön. Ich glaube, das merkt man mir auch, glaube ich, an. Ich bin oft schon gelobt worden dafür, dass ich eben nicht ständig dann irgendwie sage, abonniert mich oder, ne, sondern das ist etwas, was mir auch wichtig ist. Ich mache das hier aus dem Spaß. Und es macht unglaublich Spaß. Diese Weihnachtsaktion zum Beispiel, die habe ich mir schon so oft angeguckt. Ich finde, das war so eine geile Sache. Es hat so Spaß gemacht mit diesem Ratespiel. Und wie ich es gesagt habe, wenn ich Spenden bekomme, immer ein Teil davon wandert in den Topf und wird ausgeschüttet. Und das finde ich irgendwie auch wichtig. Und das machen sehr viele nicht so, weil die davon halt leben. Was ich übrigens irgendwie merkwürdig finde. Ich weiß nicht, wie man von Twitch leben kann. Kann man von Twitch leben? Vernünftig, ja, meine ich. Wenn man richtig, richtig großer, ich sag mal, amerikanischer Dota-Spieler ist oder sowas. Ja, muss aber schon Pro sein, der sowieso sein Geld mit. Sowieso schon sein Geld bekommt. Ich sag mal, wenn Twitch und so weiter, dann brauchst du auch nicht mehr irgendwie auf irgendwelche Events fahren. Na, ich weiß, dass die hauptsächlich die Profi-Teams bei League of Legends machen, so dass ihre Zweit- und Drittriege, von denen die nicht mitspielen, also die meistens nicht mitkommen, die lassen sie halt ständig twitchen. Also. Aber auch dann so, dass sie kein Wort sagen, nichts erklären oder nur mal einen blöden Kommentar geben, was ich dann schade finde. Ich bin ja so ein, ich erkläre den auch ganz gerne mal. Ne? So wie letztes Mal ja auch, wir hatten ja letztes Mal, ich weiß gar nicht, wer das war, gefragt hat, wie so eine Rakete, also ein Raketentriebwerk funktioniert. Und das finde ich dann irgendwie für mich auch dann halt eine gute Gelegenheit, auf Sachen einzugehen oder dann halt von manchen von euch Leuten, ihr hört mir ja, manche von euch sind ja richtig so wie, was weiß ich, Genosse General oder John Doe, die haben ja aufgrund ihrer Arbeit und so und aufgrund ihres Studiums noch sehr, sehr viel Ahnung und ergänzen das Ganze noch schön. Und das finde ich richtig geil. Sag ich ganz ehrlich, ich finde das geil. Ich finde das toll, dass ich am Ende des Tages halt irgendjemand was beigebracht habe. Ja, zumal, dass es sich quasi eine Community bildet. Ja, definitiv. Ja, das kannst du sagen, ja. So, das. Den Bug haben wir schon weggejagt. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn jetzt habe ich das Problem, jedes Triebwerk, was ich jetzt wegnehme, wird das Spielschiff zunehmend instabiler machen. Das ist ein bisschen problematisch. Ich werde versuchen, so ein bisschen außenrum zu
absägen. Mit meinen Trennschleifern hier. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie voll ist es denn? Ah, haben wir auch genug Platz. Übrigens, hier habt ihr das Gewicht. Hier das Volumen. Das wird bei Space Engineers geht es nur ums Volumen, nicht um das Gewicht. Das Gewicht kann also unendlich hoch sein, das spielt keine Rolle. Es geht nur, ihr habt hier eine maximale Volumenanzahl. Und das ist die Zahl, die aktuell ist. Und alle Teile. Sind die Schleifmaschinen, haben auch ein eigenes Inventar. Der Verbinder ebenfalls. Und sobald die voll sind, bei denen, dadurch, dass sie die Schleifmaschinen mit dem Frachtcontainer verbunden sind, werden automatisch alle Items, die Schleifmaschinen halt praktisch durch das Abbauen werden automatisch dann in den Frachtcontainer übertragen. Das heißt, habt ihr den Frachtcontainer mit per Förderband mit euren Schleifmaschinen verbunden, werden die automatisch in den Frachtcontainer gepackt. Das ist so eine Art Standardlogik. Hunter HD, danke fürs Folgen. Ich denke, es sind noch eine ganze Menge von Leuten, die mich davon YouTube erkennen. Viele sind ja auch in der Twitch gekommen, weil sie mich bei YouTube gesehen haben. Aber wie viele sind, kann ich dir leider auch nicht sagen. Fettl, also Nils, der Fettl war auf jeden Fall der erste Twitch-Follower, glaube ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht, ob du dabei bist. Ich glaube, ich war noch da. Ich kann es dir nicht sagen, du ehrlich gesagt. Ich war dein erster YouTube-Abonnent. Das stimmt. Das stimmt. Gott, da kann ich mich gerade, wenn wir nichts, wo wir angefangen haben mit ein paar. Ich weiß noch, wo ich bei 20 oder 21 Abonnenten wirklich über bestimmt ein, zwei Wochen gehangen habe und ich mich gefragt habe, warum wächst das nicht? Mache ich irgendwas falsch oder so? Mich würde interessieren, wenn du wirklich so weitergemacht hättest wie anfangs, sag ich mal, mit YouTube. Wie das jetzt aussähe. Oh, gute Frage. Gute Frage. Aber dafür habe ich wirklich gemerkt irgendwann, wie viel Zeit da wirklich drauf geht. Ne? Also man unterschätzt das wirklich. Ich sag immer wieder, man unterschätzt das unglaublich, wie viel Zeit da drauf geht, wenn man vernünftige Qualität in die Videos liefern will. Und weshalb viele große YouTuber auch gar nicht mehr schneiden, sondern lassen sie machen. Ups. Business Shipment. Nein. Hol's dir. Business Shipment böse. So, jetzt wird's ein bisschen Chirurgie hier. Chirurgie mit Trennschleifern. Das ist auch was Neues. 5 Filme drüber. So, 2033. Ja, der Chirurg mit der 6. Genau, dann sitzen sie nicht mehr in irgendeinem Keller und werden mit irgendwelchen Händen abgehackt, sondern sitzen in einem Raumschiff und nach wird von außen die Hülle abgerissen. Wann wird die göttliche Dekompression einen Zug erhalten? Das finde ich ja so bei es war jetzt bei, ist ja bei einigen Science-Fiction-Filmen und Serien, weißt du, wo die dann, keine Ahnung, die müssen von einem Raumschiff ins andere und die Tür ist kaputt und dann fliegen sie einfach mal durchs All. So, ja. Ne? Die Luft anhalten und durch. Oder wenn dann irgendwie ein Fenster kaputt geht oder sowas, ne, dann halten sie sich irgendwo fest.
Das ist ja wie beim, Flug. Das ist ein Meter mal Meter großes Loch, ne? Ja, genau. Und die halten sich irgendwo fest. Naja, diese gnadenlose Dekompression beim Flugzeug zum Beispiel gibt es ja auch so schöne Beispiele. Ist ja Mythbusters mal schön nachgewiesen. Dass das überhaupt nicht funktioniert, Wenn jemand zum Beispiel, es wird irgendwie ein Loch in die Hülle geschossen. Und damit würde es eine tödliche Dekompression einleiten oder sowas, ne? Passiert überhaupt nicht. Weil das Loch viel zu klein ist. Das wird dann zwar, macht es Puff einmal, aber der Druck ist so schnell erreicht. Ja, komm. Oh, komm. Ich muss hier. Betrieb unten vergessen. Ich wollte eben eine kleine Probefahrt machen, eben gucken, ob die Triebwerke überall reichen. Und ich rase voll auf den Asteroiden zu, weil ich keine Triebwerke auf der Unterseite habe. Sehr gut! Ja, vor allem, ich hab da beim Bau noch dran gedacht, auch ein Triebwerk hinzumachen. Ich hab da extra Lücken gelassen, die jetzt recht groß sind, weil ich einfach volle Kanne dagegen gebrettert bin. nein, Mods werden nicht installiert, es wird Vanilla gespielt, damit jeder mitspielen kann. Ich bin ja erst seit einer Minute dabei. Kann mal jemand sagen, welches Projekt in Spaceship gerade ansteht? Aktuell, ich habe gesagt, heute angefangen, heute geht es erstmal nur um Ressourcen-Gathering, also soll ich erstmal die beiden großen Raumschiffe zerstören. Dann soll in den nächsten, also in den nächsten Folgen, ich hoffe, dass wir auch nochmal vielleicht ein, zwei Verstärkungen kriegen, dann geht es ein bisschen schneller, anfangen, eine Station zu bauen. Das wird eine große, runde Station werden, die wird riesig werden auf jeden Fall. Das wird dann die, sozusagen die Community-Station werden. Da gibt es dann Hangars, eine Werft, Produktionsstätten, Rissai und all die anderen Quark, die man so braucht. Ich möchte ganz gerne automatische Produktion auch starten. Ja, quasi alle Spielereien, die man inzwischen gemacht hat. Genau, jeder Spieler kriegt dann halt seinen eigenen Hangar, seinen eigenen Wohnbereich. Ja, der Wohnbereich wird schwer ohne Mods. Bitte? Der Wohnbereich wird schwer. Ja, es ist halt sowas Mögliches halt, ne? Weil was noch kommt. Gyroskop eingebaut. Sag mal, du weißt doch, wie so ein Schiff gebaut wird hier bei Space Engineers. Das hast doch so zig gebaut. So, wir knabbern uns weiterhin also chirurgisch durch dieses Raumschiff, indem wir die Raketentriebwerke, die Triebwerke, wie sie nur hier heißen, erstmal außen vor lassen. Denn sie sorgen dafür, dass das Raumschiff noch an der Stelle bleibt. Das leckt man ja. Der ist auch gestorben. Bei mir nicht. Macht deine Frau irgendwas Böses? Oh, ich hoffe nicht. Und was die Serverstabilität angeht, ob es irgendwann später einen Server gibt oder so, das kann ich euch noch nicht sagen, Jungs. Das muss ich nach und nach testen. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich so zwischen Weihnachten und Neujahr mich da ein bisschen drum kümmern, aber ich habe es tatsächlich einfach nicht geschafft. Und deswegen machen wir es jetzt sozusagen on the fly. Jo, Steffen, mach's gut. Ich weiß gar nicht, wie spät es schon ist. Stimmt schon wieder sau spät. Viertel nach zehn. Ah, oh, okay. Das geht noch. Ja. Ja, Freitag dann wieder KSP. Klassisches Spiel. Dann Open End auch. Samstag habe ich frei. Da werden wir uns dann weiter um Haflagas. Eigentlich jetzt inzwischen schon leicht knifflige Mission kümmern. Oh, jetzt liegt hier meine Leiche rum, aber ich kann mein Gear nicht einsammeln. Ich glaube, mit L oder so kannst du Leichen, glaube ich, looten. Ne, L macht Licht. Ah. Nee, du kannst auf jeden Fall looten. Ich weiß, dass man inzwischen Leichen looten kann. Das habe ich irgendwo in den Infos gelesen. Inventar, ah, okay. Irgendwo logisch. Hi, Subigabe! Hoste. Was? Ja, okay. So, wir knabbern uns weiter durch unser Schiffchen. Inzwischen sind wir schon ziemlich weit. Inzwischen ist es auch schwierig, jetzt sieht, aufgrund der. Die Schleifmaschinen schleifen nicht nur einen Teil sozusagen, was direkt vor ihnen ist, sondern einen Bereich um sie herum. Das heißt, sie müssen keinen direkten Kontakt haben. Aber wie demonstriere ich das am besten? Mal gucken, ob ich das hinkriege.
Also normal sind das ja praktisch jetzt 6 Teile, die man jetzt erwarten würde, die jetzt abgebohrt werden. Wir gucken mal, ob das jetzt passt, wenn ich genau dazwischen bin. Ihr seht, wo die Schlagmaschinen dranhängen. Ist ein bisschen zwar kleiner als früher, aber trotzdem noch ziemlich groß, der Bereich. Ups. Hast du schon wieder irgendwelche Triebwerke vergessen? Nein, ich habe eine Panzerplatte abgemacht und vergessen, dass auf der anderen Seite ein Gyroskop draufsetzt. Da fliegt dann was durch die Gegend. Ja, es muss mich reinbuddeln. Zwiegabe ist Gabriel. Habe ich das nicht mal aufgeschrieben irgendwann? Nein, schockierend, das werden wir gleich mal ändern. Und ich habe Durst. Da musst du was trinken. Gap 93. Gabriel, unser kleiner Todesengel. Obwohl, halt, war Gabriel der Todesengel oder war es der Gute? Ich fange jetzt mal durcheinander. Irgendeiner von den Erzählern. Einer von denen ist doch gefallen. War das Gabriel, der gefallen war? Das war doch hier Lucifer. Ja, stimmt, Lucifer ist ja. Gott, ich und meine Bibelgeschichten, Kenntnisse. Ist auch nicht so. Gott sei Dank. Ja, oder Supernatural. Das ist ja auch alles irgendwie mit drin. Ich wollte was trinken. Ja, wenn ich schon auseinanderbauen kann, ne, dann bin ich so in diesem Kurs auseinanderbauen drin. Also ich kann euch schon versprechen, ihr werdet häufiger sehen, wie ich irgendwas auseinandernehme. Ich liebe das. Ich habe keine Ahnung, ich finde das super entspannt. Ich kann mich stundenlang beschäftigen, irgendwelche Raumschiffe auseinanderzunehmen. Ja, ich bin da mehr so Raumschiff bauen. Wahnsinn, wie die Zeit dabei verfliegt. Die Zeit vergeht auf jeden Fall ohne Ende da bei diesem Spiel. Das ist das Schöne bei Space Engineers. Ja, so schön ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine schöne Kombination zu KSP. Oh, ich bin bis 23 auf jeden Fall noch, denke ich mal. Dann mal gucken. Ich bin ein bisschen platt. Ich habe gestern viel Sport gemacht. Letztes. Mal schauen. Unten drunter. Jetzt machen wir. Na, fliegt deine Kiste inzwischen? Kann man sie schon zeigen? Ich traue mich noch gar nicht hinzufliegen. Ich will dich ja nicht irgendwie bloßstellen, in Anführungsstrichen. Na, ich sehe gerade bei dem Crash vorhin, ist glaube ich eins der Triebwerke hinten kaputt gegangen. Ja, aber schau nicht, wie gut das trotzdem noch fliegt. Ah, ist ja dann leicht. Die ganze Technik vorne ist ja noch nicht dran. Dann muss ich. Na gut, wahrscheinlich hast du jede Menge Triebwerke und wenig dran. Dann ist natürlich klar, es fliegt wie sonst ja, was. Vorne, wenn die erstmal die ganzen Minen, Miner, Abbau, Bohrer. Hättest du ja eigentlich ein großes nehmen müssen, damit du die großen Bohrer anbasteln kannst, oder? Ja, aber ich glaube dann, das wäre von den Ressourcen dem viel gewesen. Das stimmt, glaube ich. Das wäre ja alles ein Vielfaches gewesen. Ja, stimmt, du hast recht. Aber diese großen Bohrer sind schon geil, die hauen da richtig was weg. Das ist dann das Nächste. Das erstmal. Oh, da gab es schon wieder ein Lag. Dann. Bei mir zappelt es immer nur kurz, wenn er speichert. Ja, das ist jetzt ja quasi die zweite Version, die vielleicht noch ein bisschen ausbauen und dann irgendwann kommt dieser Overkill. Der Asteroidenfresser, ja. Ja, ja. Nein, gab es einer der engsten Vertrauten von Gott, ein Untertan von Michael. Eieieiei, okay. Hab nichts gesagt. Ich möchte hiermit klarstellen, ich bin kein irgendwie Mensch, der jetzt irgendwas gegen Christen hat oder so. Es muss deswegen keine Pegida-Auflauf in Dresden gestartet werden,
wo es dann heißt, patriotische Europäer gegen das Christentum. Pro-Europäer gegen Spieltrieb-TV. Hm. Wow. Wie nennt man das denn? Ja, ich will ja bilden, verstehst du? Bildung, ne? Ich sag ja, Bildung ist kein Verbrechen. Das ist für Pegida-Leute ja eigentlich schon fast ein Grund, mich aus jedem Fall zu bestreiken, oder? Wie nennt man das dann? Keine Ahnung. Ist aber ein sehr ein Thema, was die Bevölkerung spaltet. Was? Pegida. Ich hoffe, dass die meisten, also jeder, der ansatzweise, ich betone es nochmal, ansatzweise seine Gehirnzellen nicht irgendwo zwischen seinen Eiern verloren hat, sondern weiß, sie auch zu benutzen, der müsste eigentlich nur den Kopf schütteln. Pro-europäisch. Und dann gegen Islamisten sein. Gegen Islam sein. Was soll das denn bitte? Was ist das denn für eine Aussage? Funktioniert schon mal überhaupt nicht. Hat auch überhaupt kein Ich sag's mal anders. Ich hab's, glaube ich, schon mal erzählt. Wir haben ja in meiner Arbeit, gibt's auch Kollegen, die natürlich Türken sind. Warum natürlich? Naja, es gibt ja jede Menge Türken in Deutschland und das ist logisch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Türken auf der Arbeit trifft, relativ hoch ist. Und dann haben wir einen, der ist relativ jung, der ist so Mitte 20. Und dieser Junge wurde dann von einem anderen Kollegen von mir mal angesprochen: Mensch, du bist doch Muslim. Und dann sagt er, ja, natürlich. Ne, er ist auch ein richtiger Muslim, also er ist einer, der auch wirklich auch praktiziert und auch freitags in der Moschee ist und so, also nimmt ihn schon relativ ernst. Ja, da bist du ja auch ein Islamist. Nein, ich bin kein Islamist, ich bin Muslim. Ja, Moment mal, wenn du Muslim bist, musst du ja Islamist sein. Da musste er erstmal eine Dreiviertelstunde den netten Herren erklären, dass es einen Unterschied zwischen einem muslimischen Gläubigen gibt und einem Islamisten gibt. Das Problem ist nämlich, die meisten, auch wahrscheinlich auch den Nasenbären in Dresden, die auf die Straße gehen, haben auch gar nicht verstanden, dass es einen Unterschied zwischen einem muslimischen Gläubigen gibt und einem Islamisten, dass das eben einen Unterschied macht. Denn bloß weil die Muslime ihren Glauben ernst nehmen, dass wir Christen generell ähnlich so wahrscheinlich aufgrund von Traditionen nicht so ganz verstehen, heißt es ja nicht automatisch, dass das gleich ein Terrorist ist. So als so ein Generalverdacht. Im Grunde ist es ein Generalverdacht. Gegen jeglichen Form von muslimischem Glauben. Und das ist total blödsinnig. Für dich zumindest. Ja, es ist halt die mangelnde Aufklärung. Ja, Bildung. Ich sag immer wieder, Bildung ist das Wichtigste. Bildung ist der Schlüssel zu allem. Und deswegen diese ganzen komischen Dresdner. Ich habe ja schon mal die Vermutung aufgelöst. Wer hat eigentlich Zeit dafür, irgendwann an irgendeinem beschissenen Tag, meistens ein Arbeitstag, dann in Dresden auf die Straße zu gehen? Das können da keine Leute sein, die arbeiten, oder? Das ist interessant. Aber da sind jetzt ja, ich meine, 15. Ja gut, in Ost, 18.000 waren das. Ostdeutschland ist ja die Arbeitslosenquote relativ hoch. Naja, ich hab die Frage gestellt, Moment mal, ist vielleicht der Anteil der Langzeitarbeitslosen in Dresden, liegt die vielleicht bei 18.000 bis 20.000? Und wie hoch ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen, also der frustrierten Langzeitarbeitslosen? Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das ist einfach nur lächerlich. Und ich weiß nicht, ob die sich das überhaupt nur selber angucken, was die dann. Das ist eigentlich nichts anderes als Rechtsradikale in Grün. Das ist nichts anderes. Vor allem Pro-Europäer. Das finde ich ja sowieso schon so eine lustige Bezeichnung. Die wissen gar nicht, wie Europa geschrieben wird. Pro-Europäer. Nee, also das ist... Ja, wäre auch mal interessant zu wissen, wie erfolgreich das in anderen europäischen Ländern ist. Ob das nur reine deutsche Geschichte ist. Weil das ja eher... Nö, ist ja, die wird ja schon verglichen mit dieser Front National in Frankreich. Die sind ja genauso bescheuert. Also mal, um das gesetzlich zu stellen. Jede Form von Extremismus, sei er links noch wie rechts, ist grundsätzlich dusselig. Und dumm und verkürzend.
Ich bin ja mal, dass die können Leute, also die können meinetwegen alle auf die Straße gehen, können alles machen, aber sobald sie gewalttätig werden, niederknüppeln. Ich sag ja auch mal, wenn die Linken und Rechten mit demonstrieren, lass sie doch prügeln, was soll's. Sollen sie sich doch gegenseitig die Köpfe einschlagen, die Nasenbären. Ja, was denn? Ob ich nur diesen rechtsradikalen Vollpfosten oder den linksradikalen, ja, ich will nicht sagen, ja, faulen Sack wäre für übertrieben. Aber sagen wir mal, überzeugten Hartz-IV-Empfänger und Schnorrer. Was soll denn das? Das ist so eine völlig Latte, oder? Wie voll ist dein Schiff mittlerweile? Gute Frage. Oh, na, schon ordentlich. Ihr seht ja hier schon 14.000 Stahlplatten allein schon. Wir waren das Schiff auch noch voller. Mehr. Gib mir mal Material. Stefan hat bestimmt wieder alles verbraucht. Ich brauche Nachschub. Ich habe immer gesagt gehabt, solange die Leute, jeder kann demonstrieren. Und das sage ich auch mal wieder. Jeder kann demonstrieren. Ich habe nichts gegen freie Meinungsäußerung. Um Gottes Willen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. Das dürfen wir uns auf keinen Fall nehmen lassen. Demonstrieren kann jeder. Jeder kann seine Meinung äußern. Aber sobald dabei, und das ist der Punkt, sobald da irgendwas dabei zu Bruch geht, Polizeiwagen kaputtgeschlagen werden, irgendwelche Fensterscheiben eingeschlagen werden, in dem Moment hat es mit freier Meinungsäußerung nichts mehr zu tun. Und dann sage ich ganz gerne, wir haben so viele frustrierte Beamte, Polizeibeamte. Es gibt eine typische asiatische Methode. Kennt ihr die typische asiatische Methode, um mit, sagen wir mal, Demonstranten umzugehen? Man nimmt einen Bambusstock, 2 Meter lang, und eine kleine Eisenkugel an deren Spitze. Du knüppelst die erste Reihe halb tot, dann dreht sich kein Mensch mehr. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Gewalt, mit irgendwelchen, wie soll man sagen, Polizeigewalt zu tun, denn sie haben ja zuerst den Stein geworfen. So sehe ich das. Zusammenknüppeln, die Idioten. Was hat denn das? Es hat doch nichts damit zu tun, dass ich sage, ich demonstriere für diesen, jetzt musst du nicht gleich irgendwas kaputt machen. Das ist doch Blödsinn. Das ist genauso wie diese Affen, wie ich es gesagt habe, hier zu Silvester, die Rettungskräfte behindern oder beziehungsweise sie in Fallen locken, um sie dann mit Böllern und Raketen zu beschießen. Diese Idioten möchten sie völlig torfstechen lassen, bis sie kotzen, also ehrlich, ohne Scheiß. Das ist so ein Blödsinn. Panzer, ja, aber wahrscheinlich so. Aber das ist so etwas, was ich einfach sage, in dem Moment, wo ich den Stein werfe, in dem Moment irgendwelche Idioten mit Gewalt auf Polizisten oder Ordnungsämter, Ordnungsbeamte reagieren. In dem Moment habe ich meine freie Meinungsäußerung, also zumindest die Art meiner Meinungsäußerung ja übergangen. Hat man das Recht verwirrt. Bau am besten einen Fuß an ein anderes Schiff und dockt einen blauen und flitzt unkontrolliert weg. Das haben wir schon alles getestet. Das Schiff ist zu schwer. Du brauchst ein ziemlich großes Schiff dafür, um dieses Schiff noch zu kontrollieren. Vielleicht haben sie es ja irgendwie auch so patchmäßig geändert. Das glaube ich nicht. Das Gewicht ist ja trotzdem noch riesenhoch. Es geht ja ums Gewicht. Bis jetzt hätte ich das noch ganz gut, das Raumschiff. Glaube ich zumindest. Aber ich habe das Gefühl, es treibt schon ein wenig. Treiben wir? Kannst du mal von außen gucken, ob das blaue Raumschiff schon inzwischen treibt? Ah, jetzt auch mal stehen bleiben. Müsste ja, eigentlich, weil hat. So ganz eben Richtung Plattform nach unten. Eigentlich entgegen der, wie du grindest. Das ja, klar, da drücke ich ja auch letztendlich. Muss ich nur gucken, dass ich das so abpeile, dass du nirgendwo gegenfliegt. Wollen ja nicht mit den Sachen. Ja, ist ja alles gut und schön, aber wir müssen doch ganz klar feststellen, dass die Menschen, die auf die Straße gehen, jetzt zum Beispiel auch gegen Pegida, die sind ja ruhig und friedlich, da passiert ja auch nichts. Ja, und selbst, man hört von einiges. Aber was man so bei Pegida zum Beispiel, muss man ja auch sagen, die sind friedlich und solange es alles friedlich ist, ist das alles in Ordnung.
mich regt das immer nur auf, aber das regt mich auf. Ich finde es immer nur schade, wenn dann solche Demonstrationen halt dann missbraucht werden, um für irgendwelche Vandalismusgeschichten. Das ist immer schade, weil es trifft immer irgendwelche Leute, die Scheiße auch gehören. Das ist ja mal, das trifft ja nicht irgendwelche dem Staat oder sonst irgendwas, sondern trifft ja oft genug dann irgendwelche armen, was soll ich sagen? Stell dir vor, 18.000 Muslime würden protestieren für die Islamisierung Europas. Ja, der würde auf jeden Fall knüppeln, der würde hier totgeschlagen, das wäre Wahnsinn. Das ist ja das Problem mit den Salafisten, ne? Die sind wahrscheinlich auch ganz groß. Ich sag mal jetzt, wenn die das jetzt in der Türkei machen würden. Das ist angeknüppelt. Oh, ich bin gestorben. Hä? Lebenserhaltung. der hat keine Warnung ausgegeben. Sie hat mich letztens gewarnt. Bei 4%. Ja, es kam jetzt keine Stimme. Plus große rote Zeile. Ja, die mag da gewesen sein. Wird eigentlich jeden Tag gestreamt, um Gottes Willen, Leute. Ich muss auch mal irgendwann. Ich bin kein Vollzeit-Twitcher. Ja, inzwischen treiben wir auf jeden Fall. Das ist ein bisschen tricky, aber das kriegen wir noch einen Griff. Haben wir noch einen Griff. Ich hätte das schon wieder. Was, Moonleg? Einfach so? Oh Mann. Ich packe dann, okay. So, packe. Ich muss hier ein treibendes, trudelndes Raumschiff unter Kontrolle halten, aber schönen Abend noch. Ein Traktorstrahl, das wäre noch was. Aber wie soll das funktionieren? Egal. Genau. Jetzt gehen wir mal in die Ego-Perspektive, denn so ein bisschen mache ich mir jetzt Sorgen. Ich muss jetzt auch, muss ich so gucken, dass ich immer in verschiedene Richtungen drücke. Oh, die Enterprise. Ja, genau. Die könnten wir ja bauen. Das wäre ja so ein Projekt, sag ich mal, was man später angehen könnte. Ressourcen keine Rolle mehr spielen. Oh, die Enterprise wird formtechnisch eine ziemliche Schwierigkeit sein, ne? Ja, klar. Muss man natürlich in so groß machen, dass die Rundung funktioniert. Aber es wäre zumindest eine Idee, ja? Ja, sowas wäre was, wenn wir Sandkastenmodus. Das wäre hier sehr schwer umzustellen. Außer wir hätten wirklich 10 Leute oder so. Ja, also das war ja geplant eigentlich, dass die Anzahl der Leute soll sich ja eigentlich je nach der Server-Schwierigkeiten ja Stück für Stück erhöhen. Also zumindest ist das mal ein Plan, dass wir irgendwann ein paar mehr sind hier. Nicht nur eine Handvoll. Weil es sollen ja später auch mehrere Projekte gleichzeitig laufen und so eine Scherze, weißt du? Ist richtig was passiert. Weil der Spielstand ja nur gespielt wird, wenn wir live sind. Ich weiß gar nicht, wie viel noch zum Abzubauen habe hier. Ich hoffe, mein Platz reicht überhaupt. Weil wegfliegen kann ich jetzt nicht. Ja, inzwischen zerfleddert ist das Schiff ein bisschen. Man merkt die Schwierigkeiten an. Ah, sonst müsstest du da wirklich quasi in der Station machen und nur den Fuß dran machen.
gehe mal in den Nicht-Trägheitsmodus. Dann treibe ich sozusagen mit dem Schiff mit. Ich kann gerade eure Texte nicht lesen, ich muss mich hier konzentrieren. Autokorrektur, ausschalten, Jungs. Autokorrektur ist ganz schlecht. Immer ausschalten, auch beim Handy und so. Das entwickelt sich immer zu einem Selbstläufer, der nicht das tippt, was man tippen will. Bitte was? Da und wieder sind die Panzerplatten alle. Ich habe hier jede Menge mal. Du musst nur mal bei mir hinten im Arsch reingucken. Hier sind noch. Ich habe die in den Taschen, weißt du? Ach so. Obwohl, du hast ja genug Eisen gesammelt. Eigentlich müssen wir ja. Ja, das hier im Lager sind noch 2000 oder so. Oh, das ist langsam kritisch hier mit dem Teil. Oh, das sind schon die ersten Teile hier, die sich selbstständig machen. Ja, es ist ein bisschen komplizierter, ohne Trägheitsdämpfer zu fliegen, aber es ist die einzige Möglichkeit, hier so ein bisschen das Trudeln dieses Raumschiffes ein bisschen auszugleichen. Hat zumindest was zum KSP, muss ich sagen, von der Flugart her. Weil ich schon weg bin von dir. Bestimmt schon voll weit weg, oder? Ja, 2 Meter bin ich von dir weg. Schon. 100 Meter.
So, dann wollen wir mal die Gyroskopen hier mal wegmachen. Wir sind hier auch mal weg. Weil die sind natürlich noch Ressourcen bringend ohne Ende. Sozusagen die wichtigsten Teile jetzt erstmal entnehmen. In den Türen ist auch sau viel drin. Ja, Türen sind auch geil, ja. Ja, viele sind nicht mehr übrig hier von der Kiste langsam. Wohin driftest du eigentlich, Schiffchen? Muss ich den drücken, um dich unter Kontrolle zu halten? Das Problem bei wenn gefällt ist, es wird immer leichter. Und dadurch, dass es immer leichter wird, lässt es sich immer leichter beeinflussen durch meinen Drucken, durch meinen Impulse, die ich aufgrund des leichten Berührungen, die ich, ja gut, das sind natürlich eher schwere Berührungen jetzt, aber das ist richtig schöne, man sieht halt richtig schön die Trägheit. Das Gewicht nimmt immer mehr ab, das heißt, der Einfluss von meinen Stößen in Anführungsstrichen immer mehr zu. Und es wird für mich immer schwieriger, letztendlich einigermaßen manierlich die Reste abzutragen. Ich glaube, ganz werde ich es auch nicht schaffen. Was? Idol? Oh mein Gott, Moonlake. Dankeschön. Es ist langsam echt kritisch mit dem Teil. Versuchen wir noch die... Jetzt habe ich es so beschleunigt, dass es wahrscheinlich nicht mehr einzuholen ist. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich denke, das Teil hat uns auf jeden Fall viel gebracht. Halten kann man diese Geräte schon. Also man kann schon versuchen, mit einem Raumschiff das zu halten. Aber das Problem ist halt immer das Gewicht des Teils. Es ist halt wirklich annähernd. Sehe ich es überhaupt noch? So schnell, wie sich das entfernt hat. Nö, ist schon aus der Sicht weiter. Ich habe schon eben Autokorrektur am PC mit Spracherkennung. Okay, Gabriel. Nee, explodieren tut es nicht. Was eigentlich das Maximalste, was passieren könnte, wenn ich da sozusagen die Kontrolle über so ein Gerät verliere, ist, dass es irgendwo in einem Teil einschlägt, der es wichtig ist. In der Regel ist es so, dass ich eigentlich, wenn ich, ihr habt es vielleicht auf YouTube, wenn ihr die YouTube-Let's Plays seht, dass ich dann normal eine Station baue. Die Stationen sind deswegen ganz praktisch, weil sie sehr schwer sind. Das bedeutet, das Raumschiff bewegt die Station faktisch überhaupt nicht, um halt dort letztendlich meine um dort um meine Raumschiffe abzubauen, denn normalerweise ist es so gewesen, früher waren die ganzen NPC-Schiffe größtenteils, also die Private Sail und die Business Shipments, habt ihr vorhin schon gesehen, nicht bewaffnet und man konnte sie wunderschön einfangen, um sie auseinanderzunehmen, war eine wundervolle Eigenschaft. Das geht leider nicht mehr. Nun gut. Verbinder entriegeln. Bin ich dann wieder frei? Ach, jetzt. Okay.
Und von daher war es, ist es jetzt ein bisschen was anderes. Ich denke mal, es macht sich eigentlich, lohnt sich eigentlich nicht da großartig Mühe zu machen, mit irgendeinem Schiff zu entwickeln oder so, sondern. Und ja, hier wäre eine Kamerapoll, ich weiß. Aber ich glaube, die sind noch zu groß. So, das ist dies. Hup, verbinder, verriegeln. So. So, was hast du denn hier eigentlich? Oh! Dieses neue Cockpit sieht echt geil aus. Sieht das innen eigentlich anders aus? Oh ja. Oh, warst du schon mal drin gesessen? Ja, ne? Was? In dem Cockpit, in dem neuen. In dem blauen oder was? Ja, in deinem neuen, das du gerade gebaut hast, ja. Das sieht ja geil aus. Ach so, ja, es ist ein. Wow. Ist doch richtig geil. Oh, richtig schön gemacht. Mhm. So, ich würde mir für da vorne, würde ich mir jetzt, wenn ich ein kleines Schiff bauen, was. Weiß, was zwei Schweißdinger hat. Und das schwerste, alles, das schwerste, das alles per Hand jetzt zu schweißen, das würde eine Ewigkeit haben. Nö, nicht unbedingt. Die Meier brauchen, glaube ich, nur ein schweres Rot, den Rest kannst du eigentlich recht gut. Bohrer. Ja, die Bohrer brauchen nur einmal schwer, das war's dann. Vor allem Stahlbohrer groß. Ja, das ist das Einzige, wo du häufiger rennen musst, weil die sind am schwersten. So, dann wollen wir doch mal gucken, was am Ende rauskommt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. 21.000 Stahlplatten. 41. Das müssen wir mal zusammenpacken hier. 2.000 Herstellungskomponenten. Oh, es ist alles durcheinander hier. Wollen wir mal ein bisschen gucken hier. Warum sind hier Schweißgeräte und sowas hier drin? Und Metallabfälle, was ist das denn? Metallabfälle weiß ich nicht. Und die Schweißgeräte, ach, das ist von. Die können eigentlich weg. Na, die nehmen wir mal auseinander. Denn ihr könnt natürlich auch die Sachen, die ihr zusammenbaut, natürlich auch wieder auseinanderbauen. Das ist gar keine Frage. Das packt ihr alles in einen Assembler. Das wird jetzt hier. Ich muss mal kurz, halt, stopp, momentan mal kurz das rausziehen. Und das rausziehen. Dann könnt ihr auch hier demontieren. Drückt alles zerlegen. Ja, es ist die Kamera bei meinem Schiff fehlt. Ja, wenn du hinten einparken willst, ist eine Kamera durchaus hilfreich. Das stimmt, ja. Und so könnt ihr durchaus das ein oder andere. So, also ich habe auf jeden Fall wieder alle Teile da, wo sie hingehören. Jetzt muss ich nur mal zusammenpacken alles, damit wir hier ein bisschen Übersicht haben. 10.000 Herstellungskomponenten. Ordentlich. Naja, lassen wir mal. Boah, ich denke mal, du wirst genug Komponenten finden für deinen Bau da. Wenn du das nicht findest bei den ganzen Massen hier, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ordentlich. Ordentlich. Ja, da kann ich das ja noch ein bisschen ausbauen.
Komisch, warum habe ich gewusst, dass du das sagst? Es war mir irgendwie klar, dass du das jetzt sagst. Nee, das ist jetzt erstmal. Aber das ist doch schon eine ordentliche Nummer. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich die noch ein paar Gyroskope irgendwo einbauen müssen. Das Ding läuft, wird es wahrscheinlich kaum zu kontrollieren sein. Was packe ich hier eigentlich rein? Interne Panzerung packe ich da rein, überall. Okay. Motoren brauchst du noch jede Menge. Herstellungskomponenten, ich glaube, das haben wir alles en masse. Stahlrohre, ja. Herstellungskomponenten. Motoren. Stahlrohr klein, Stahlrohr groß, weiter im Takt. Das ist schon alles. Sind die alle schon fertig hier, die hier? Ich habe mich hier um die Kleinen gekümmert, deswegen. Das ist ja fast wie selber, wie instant bauen. So schnell wie die schweißen. Und das ist nur zweifache Besteuerung, du kannst auch fünffach hochgehen. Ich weiß gar nicht, das ist ja dann wirklich fast wie instant. Was fehlt mir eigentlich für die Großen? Läuft. Die Laufbänder da, das geht ja schnell. Und noch mehr Stahlrohre. Mach doch erstmal ein paar Runden Ressourcen, dann brauchst du ja nur schweißen. Und was ist mit denen hier? Interne Panzerung brauche ich für die. Ups. Naja, das ist ja das kleinste Problem. Haben wir. Übrigens noch ein kleiner Tipp für die Leute, die Space natürlich nicht so gucken. Ihr seht ja dieses kleine rote Symbol da. Wenn dieses kleine Symbol auf grün schaltet, dann habt ihr eine Verbindung. Also ganz praktisch zu testen, wenn ihr eine ziemlich lange Versorgungsleitungen habt, wo ihr nicht genau wisst, reichen die jetzt? Funktioniert das alles? Grüne Lämpchen und alles ist gut. Ihr seht hier grünes Lämpchen, das heißt die Verbindung von dem Bohrer hin bis zum, ich glaube, Frachtcontainer sogar rechnet der. Yeah, Dualschweißen. Los, gib dir Mühe. B, da funktioniert gleich irgendwas nicht. Dafür kann ich ja nichts, wenn du hast das konstruiert, ja, ich will. Ich den Dings aufbauen muss, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, einen Bogen falsch gesetzt habe oder so. Hast du Herstellungskomponenten in der Tasche? Ich glaube nicht. Ich verbreite die Galaal für deine ganzen Verbinder hier. Ja, es soll aber, glaube ich, grün bedeuten. Weil das ist. Haben die jetzt zwei Stufen? Nee, es soll, glaube ich, grün sein. Es sieht zwar aus wie gelb, soll aber grün sein. Hier, ich glaube, hier rechts sieht man es besser. Ja, es ist gelb und rot gibt es. Ja, es ist nicht, soll aber eher grün sein, oder? Es ist nicht eher ein grün? Ein schwaches also Grün? Ich weiß nicht, ich bin eh farbenblind, von daher habe ich da meine Schwierigkeiten, aber... Also wenn man im Dunkeln guckt, wenn man jetzt hier im Dunkeln guckt, mal gucken wir mal. Ja, es ist mehr gelb als grün, okay. Ja. Hab gewonnen. Ja, wenn du hier die Blockumrandung, die ist grün. Das stimmt. Auf dem Block zeigst. So, das ist alles grün. Oder gelb oder was auch immer. Kommen noch ein paar Querstreben hinten hin, weil ich habe keinen Bock, dass ich mir
Weil ich weiß nicht, die Fließbänder halten, glaube ich, nicht so viel aus. Ich nee, die halten nicht aus. So einen Arm abzubrechen, darum wird das nochmal gleich mit schweren Panzerplatten. Auf jeden Fall, die Funktion müsste eigentlich schon funktionieren. Zeig mal die Funktion jetzt hier. Wo bist denn du gerade schon wieder? Bist du drin? Ja, stell dich mal vor mir. Ich mach mal eben hier. Ups. Das ist nur einer. Ja? Ja, ist nur einer. Weiß ich doch. Ich weiß gar nicht, was du da, wo ja, du gerade da rumspielst. Ja. Ja. Mach mal was aus. Der eine ist aber nicht an. Aber nur einer bis jetzt, der da rumkreiselt. Ja, ich hab hier irgendwie Scheiße gefunden. Jetzt ist er da mittendrin an. Du musst per K erstmal die Gruppe sägen. Ja, ich hab ich ja. Ich hab einen hab ich gelegt. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, welcher das ist. Ich hab ihn wieder rausgenommen. Du kannst die Gruppe einfach, wenn du die gleich benennst, ist alles ja, zusammengelegt. Ich hab eigentlich alle in eine Gruppe gelegt, aber. Bis jetzt wäre das Mining auf jeden Fall sehr ineffektiv. Bei einem 16er Feld nur ein 16-Tel zu benutzen, ist natürlich nicht so nett. So. Ah, gleich viel besser. So, jetzt lege ich mir das mal auf die Leiste unten. Open. Halten. Ja, gleich viel besser. Boah, und das ist sogar stabil. Das Schiff, das bewegt sich keinen Millimeter. Ich dachte, normalerweise fängt das ja so an zu schlingern. Stimmt, das schlingert gar nicht mehr. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Warum? Nee. Das Ding ist massiv mit schweren Panzerplatten gebaut und wiegt 41 Tonnen. Okay, wir übertreiben es mal wieder. Ne? Und ihr macht über KSP lustig, ne? Hier, guckt euch das an. Ja, aber guckt, eigentlich würde das an der Nase so abbrechen. Guck mal, wie dünn das vorne dranhängt und so. Das muss doch alles versteckt werden. Das sieht fürchterlich aus. Aber es funktioniert, das ist das Entscheidende. Es funktioniert, mein Junge. Und ich habe bestimmt wieder meine Anzugsenergie, ist wieder bei 9%. Ich wusste es. Guck mal, ich gehe hier weg. Beschleunige. Weil ich kann gerade nicht, ich muss gerade mich retten, bevor ich sterbe. Riecht sich echt wie so ein kleiner Jäger. Und sei froh. Nicht ganz. Ich muss erstmal meine Anzugsenergie retten. Denn ohne Energie kein Sauerstoff, gleich tot. Oh, wo ist er denn hin? Ja, wo ist er denn? Weg. In den Tiefen des Raumes verschwunden. Ach, da. Ja, stimmt, die haben früher viel mehr gewackelt. Die haben ja, sind natürlich ja. Schon durch den Moment der Bohre ja schon total aus der Form geraten immer. Auf jeden Fall wird das Mining-Ergebnis sich dadurch gleich signifikant verbessern, ja. Denke ich auch mal. Wenn jetzt auch alles schön artig hinten in die Kiste fällt. Sollte eigentlich. Sollte eigentlich auch nicht schlecht. Bin ich sehr traurig. Ich will erstmal, glaube ich, unser. Ja, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Dingsmanagement. Da werden wir wohl mal zwei große Frachtcontainer bauen müssen. Es hilft nichts. Übrigens schon nach 11. Wie echt? Mhm. Mal kurz gucken, was der große Frachtcontainer an Ressourcen braucht. Wahrscheinlich kotze ich dann gleich. Ich will einmal kurz noch, bevor wir ausmachen. Interne Panzerung anzeigen. Interne Panzerung, Computer anzeigen brauche ich noch. Dann ist der auch fertig. Einmal anfangen zum Miner. Ein Probe-Mining. Warte, mach ich mit. Mit. Kannst du ruhig nehmen, den Asteroiden hier vorne. Das ist scheißegal, der kommt auch weg. Ja, es ist ja noch Steine. Egal, es geht ja um den Test. Test. Hm? Ein Erdsensor, nichts.
Wie der sich da durchfräst. Das liegt bei mir aber auch, das ist logisch. Es hüpft aber schon ein bisschen. Ja. Auch mehr Masse. Den krieg ich noch hoch auf 60 Tonnen. Das sind jetzt 27,4 K Stein. K. K. Wow. Wow, ich brauche eine Anzeige. Ich brauche ein bisschen Computer und ich brauche jede Menge interne Panzerungen. Hast du Mietfrieden eigentlich komplett ausgestellt? Ja, oder? Sind auch komplett aus, sind komplett aus. Die hasse ich ja sowieso wie die Pest. Nachdem die mal unsere Station kaputt gemacht haben, obgleich ich schon eine 4 oder 5 Dings kaputt drin hatte, da war mir dann Ende für mich. Da war dann definitiv der Punkt erreicht. Wo ich dann auch sage, so, jetzt reicht's. So, jetzt müssten wir eigentlich schon direkt den nächsten großen Frachtcontainer in unserem System haben. Und dann können wir nämlich die Kleinen mal hier abbauen, weil die nerven mich sowieso schon die ganze Zeit. Ich habe ganz hinten meinen Dock-Anschluss. Da direkt daneben sind die großen Triebwerke. Die habe ich zwar ein bisschen versetzt nach hinten gemacht, aber ich hoffe, dass die nicht hier anfangen, irgendwas kaputt zu machen, wenn ich dann beim Andocken wieder losfliege. Schwer zu sagen. Eigentlich war das Ding leer. Achso, mein Ding ist voll. Oh, scheiße. Nun gut, ein bisschen Material verloren, aber ist auch wieder schlimm. Also für das nächste Mal müssen wir auf jeden Fall unser Frachtsystem mal ein bisschen umbauen, dass wir nicht so viele kleine Frachtcontainer hier haben. Das nervt mich ja völlends. Aber es funktioniert. Wie macht man eigentlich Gesten? Doch, kannst mit G und dann kannst du links halt Charakteranimation auswählen. Ach da ja. Wow. Hm? Ja, ist jetzt voll social hier. Sozial. Voll sozial. Ja. Nun gut. Wie sieht's aus, Stefan? Magst du dich noch umdrehen, bevor ich schub sie aber mal an? Ditch. Ah. Ja, ich wollte jetzt eigentlich hier noch eben. Ich lasse das eben hier. Ich muss eben die Idee noch. Da mach schnell Idee. Skizzieren. Sonst weg. So. Ja. Ja. So. Meine lieben Freunde. Das sieht total witzig aus, wie sie sich bewegen, irgendwie gesagt. So, was ist das hier eigentlich? Eine Batterie? Oh, Solarbatterie. Batterie, ja. Batterie ist das, ja. Ja, falls mal die Sonne untergeht, was ja hier durchaus mal passieren kann. Nun ja, gut. Irgendwann wird die Sonne auskommen. Das stimmt, ja. Irgendwann wird es soweit sein. So. Bin begeistert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir haben es tatsächlich das erste Mal geschafft, Space Engineers zu spielen. Ich hoffe, nächstes Mal sind wir auch ein paar Leute mehr. Mal gucken. Ja, guck. Wir können auch laufen und Ditch machen. Nächsten Mittwoch geht es auf jeden Fall weiter. Da werde mich dann hier mit der Station beschäftigen, der Plattform zumindest. Und das wird unsere Bauplattform werden. Und da müssen wir mal einige Grundlagen schaffen, damit wir da vernünftig bauen können. Während hier, naja, unser kleiner Stier. Stefan, vielen Dank für heute. Ja, gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mittwoch weiter. Freitag geht es dann weiter mit KSP wieder. Ich habe gerade leichte Bauchschmerzen. Bauchkrampf. Naja. Wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Heute mal ohne Dings, denn was machst du da? Er spielt noch.